This is a place quite restful. Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma auf der Switch. Und ich stehe hier gerade vor dem Schrein, Elektra ist ja mein Vasall und ich habe zwei neue Vasallen beschworen. Und zwar ist es ganz easy, man drückt hier einfach nur drauf, geht auf Untersuchen, ich zeige euch das mal ganz kurz, damit ihr auch wisst, worum es geht. Dann ist man in dieser Mittelwelt, kann ich mal sagen. Und dort kommen so nach und nach Vasallen auf einen zugeholt, die werden alle so gerufen. Und dann kann man sich die hier auswählen, man kann sich den hier nehmen, die kann man sich alle ausleihen. Zwei gleichzeitig habe ich gemacht und ja, jetzt gehen wir raus. So, und diese beiden, die sind ein bisschen stärker. Ich habe jetzt zwei 15-Levelige genommen, die in meinem Level sind, einfach aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, es macht ja mehr Sinn, stärkere zu haben. So, was sagt er denn noch zu uns hier? A stone to recall the dead to living. Ihr sprecht von Lazarusstein, Evector. Überreichen? Wir haben noch keinen Lazarusstein, deswegen können wir ihn noch nicht überreichen. Also von daher, lassen wir in Ruhe. So, wir können jetzt mal gucken, welche Quest wir eigentlich mal machen wollen, denn wir sind immer noch nicht so weit eigentlich, weil man so viele hier machen kann. Man kann hier wirklich alles durchgucken und wie man will. Wir gehen mal, suchen mal diesen Sir Dingsbums, um rauszufinden, wie es mit dieser Lindwurm-Quest vonstatten ist. Ich versuche beständig zu bleiben. Man muss allzeit bereit sein. Ja. Den suchen wir jetzt mal. Ich auch mal hier rein. Wer ist er denn hier? Must be nice being arisen and all. I wager you earn enough coin for some finer weapons for one. Ah, das stimmt. Das können wir. Hier hin. Durchgangstor. Komm mal rein. Seems the castle walls are reached by a flight of stairs ahead. Gut, dass er mir alles erklären kann. Hoch, was da drüben ist. Kann ich da rüberspringen? Oder wie kommt man da hin? Hast du gesehen? Dann kommen wir schon hier durch, ne? Nee. Und da rüberspringen? Nicht, dass man sich da verletzen kann, das weiß ich nicht. Kommst mal. Zack. Was ist? Ein Skelettschlüssel. Okay. Was wir damit machen können, weiß ich noch nicht. Können wir hier runterhüpfen? Zwischen verletzen tun wir uns, das macht aber nichts. So. Aufmachen. Rein. Ich guck mal alles mal an hier. Oberstadt. Na. Ansprechen. Der Erweckte. Anführer der Vasallen hier in Gran Soren. Ja, das bin ich. Also natürlich, die Sachen poppen so nach und nach hier überall auf. Man sieht sich so ein bisschen und denkt sich, ach, guck mal, das hätte man auch feiner und schöner lösen können. Aber, es ist immer noch ein sehr cooles Spiel. Man kann da wirklich drin versinken, das merke ich die ganze Zeit. Weil ich mich selbst daran schon erlebt habe, wie ich einfach nur hier rumgerannt bin und gar nichts gemacht habe. Keine Quest oder so, einfach nur rumrennen und ein paar Sachen erledigt habe, untersucht habe. So, wir gucken uns mal die ganze, ich will die ganze Karte mal aufdecken hier, deswegen versuche ich mal alles hier, dass wir ein bisschen was sehen. So, das Jagdgelände, städtische Viertel. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo ich diesen Typen, ist das hier ein Ausgang? Ist das Hauptausgang? Irgendwo steht ja der Ritter, wer reden will. Frage, welcher Ausgang gemeint ist, ne? Welchen Ausgang gibt es denn? Kann hier auch noch reingehen? Da können wir auch noch rein, ne? Vielleicht? Wollen wir das mal ausprobieren? Also das heißt, in die andere Richtung rennen. Gucken trotzdem mal ganz kurz hier rein. Und dann rennen wir nochmal zurück. Wir müssen alle nachstreben, Ruhe und Entschlossenheit zu wahren. Okay, wo bin ich jetzt hier? Okay. Gut, aber da brauchen wir nicht hin, da können wir ja, die Karte kann man ja schon aufgedeckt sehen. Also wir rennen nochmal zurück. Gucken mal, ob wir da oben in dieses andere Ding da reinkommen. Da Dill und Pom, das sind meine Pome. Ich weiß aber nicht, wie man die aussprechen soll. Das sind meine beiden Vasallen, die neu dazugekommen sind. Habe ich einen Zauberer genommen und was Kämpferischeres. So. Was eine. Guck mal, fragen wir ihn nochmal. Wer ist er denn? Ah, das ist sogar Sir Maximilian. Okay. Die Männer haben mir viel von dir erzählt. Ich habe Besuch erwartet. Ich bin Sir Maximilian Eisenstern, Captain of the Hunt, so named by His Grace Duke Edmund Dragonsbane.
I beg your forbearance, whilst I detail what is expected of you in the hunt. Ah, okay. The worm hunt license you carry permits the bearer to undertake the most vital of tasks. Those missions given by Duke Edmund himself. Of late, all our will is focused on learning of and defending against the wicked dragon. A weighty task, to be sure, but one which the fate of the realm and its people rests upon. I am under orders to lend Arisen all reasonable aid as they might require. I would pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you, sir. It will be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. The choice is yours. Okay, was machen wir? Sollen wir einen Text entziffern? Und eine Monsterplage bekämpfen? Machen wir erstmal die Monsterplage. Certainly. Then here are the details. We have urgent word from the stone of the southwest. A horde of goblins struck the fortress while it was still under repair, and they've claimed it. Though the hold is remote, its importance to our southern defenses is critical. We must reclaim it, and soon. The safety of the entire duchy, right? You have my thanks, sir. I shall send word to the hold presently. I've sent some of the Duke's swords on ahead already. Meet them there, and I await good word of your success. Gut. Könnten wir die anderen Quests gleich mit annehmen? Be my honor to show you the choice is yours. Certainly. Then here are the details. I have important work for you, though some is of a less urgent nature. The task at hand is just such a case. Will you take... As I was setting about to find work for you, I came upon this slate. I know not its origin, nor its age, but the writing it bears is old. So old, our men could only read a few words. Dragon, scar, arisen, heart. What little we know, all points to you, sir. Best you should have it. If there's aught of import written there, we need to know. Your task. Wir müssen uns in der Stadt umhören. Okay. Noch? It would be my honor to show you the ready charges for the choice is yours. Eine Kultuntersuchung? Ja, wir nehmen die einfach mal alle an. Certainly. Then here are the details. I fear this task is no simple call to action, sir. It will no doubt take time and a more subtle approach than your other work. Perhaps you've heard of the society they call Salvation. In truth, most of what we know is the product of such hearsay. They are a band of heretics who worship the dragon and welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worm's arrival, their influence has grown. Ill news indeed. Pray, keep watch for the good. I'll rest easier for... Gut, irgend so eine komische Sekte werden wir... Okay. So, wir nehmen die letzte Quest noch an von ihm. The choice is yours. Certainly. Then here are the details. By the Duke's decree, we spare no effort in gathering knowledge concerning the worm. As one arm of that pursuit, we aid the faith in their examination of ruins and relics. One such ruin has of late become home to monsters. We've received a request for escort. They've asked for you by name, sir. What response might I give them? Klar. My thanks, sir. His Grace has commanded the utmost attention be given to such matters. Pray, speak to Father Geoffrey at the cathedral in the city for details of the task. Were the decision mine, I would set every man we have to defending our strongholds. But such is our duty. Gut. Also, so, jetzt können wir uns die Quests mal angucken hier. Zack. Haben wir einige bekommen. So, also. Ich würde sagen, wir machen... Wir machen als erstes die Kobolde. Mal vorrangig. Und ups, wo war das? Reisezelle des Südwestens und schließt euch der Streitmacht an. Okay, guck mal nach oben. Jetzt haben wir die Karte mal gucken. So. Hier zoomen haben wir ja nicht mehr. Umgebungskarte. Die Zelle Südwestens muss ja hier denn irgendwo sein. In der Stadt wird die Kapelle ja nicht sein, ne? Die wird also hier irgendwo liegen. Gut. Südwesten, das heißt, wir gehen Richtung Süden. Also hier irgendwo muss es ja sein. Hier vielleicht so, man weiß es nicht. Da müssen wir hin, okay. Schon ein ganz schönes Stück. Das schaffen wir. Gut, lass uns da mal hin. Erstmal hier raus, ne?
Gab's irgendwas in der Nähe, wo wir hinreisen können vielleicht? Hier, da könnten wir hineiern. Nee. Gut, dann lass uns mal raus hier wieder. The road to the southwest hold is long and unfamiliar. We'd best hire on a guide. It is also advisable to bring one upon well familiar with the road. Wir haben leider keinen wegskundigen Vasallen. Weiß nicht, ob wir den kriegen könnten woanders. Aber kann uns auch egal sein. Wir suchen uns einmal so selbst. Kann ja auch mal spannend sein, ne? So. Ich muss zwischendurch leider immer auf die Karte gucken, weil ich nicht genau weiß. Da geht's raus. Und wir sind da. Gut. Aber irgendwann kennt man sich ja gut aus hier, aber noch bin ich ein bisschen zu frisch, um mich hier auszukennen. Macht aber nichts. Ich glaube, da geht's raus, ne? Ich guck mal ganz kurz. Yes. We can take on curatives and other supplies for our journey here. The stone of the southwest. Vielleicht sollten wir noch irgendwas mitnehmen, hat er recht. Take care dealing with traveling. Worse still if it's in source or good. Take all the time you like. Also, wir kaufen mal ein bisschen. Hier haben wir welches mit. Hiervon nehmen wir mal hiervon mit. Denn da an Werkzeugen. Das haben wir alles. Flaschen mit Öl sollen wir vielleicht mitnehmen. Dann nehmen wir ruhig mal 4 Stück von mit. Dann haben wir welche. Falls das dunkel werden sollte und irgendwas mal weggeht. Gut, danke. So, das reicht, glaube ich. Machen wir mal. Bin ja mal gespannt, wie lange wir brauchen, um da hinzukommen. Dürfte ja schon ein Stückchen dauern. Aber wir können es nicht zulassen, dass diese Kobolde das Land bedrohen. Grand Sorin, the beating heart of all Grancis. This road will take us to the quarry. Wir müssen in diese Richtung so ein bisschen. Nicht genau wohin, aber es. Lass uns doch erstmal hier den Weg folgen. Zwischendurch ein bisschen laufen, dass es ein bisschen schneller geht. Unsere Energie achten, dass wir nicht so lange Pause machen müssen gleich. Und los. Eigentlich ganz gut, dass sie so viel sagen. Links stört ab und zu, aber ist natürlich auch wichtig. Ja. Ein Roundhouse-Kick im Chuck Norris-Style. Ja, genauso wie alle Wege nach Rom führen. Ich glaube, wir müssen hoch. Schneller wird. Hier so ein bisschen Kräuter mit. Ganzes Kraut. Super. Brauchen wir für eine Quest, brauchen wir dieses Kraut auch. Nur mal so nebenbei. Ah, komm. Nimm alles mit. Hoffen wir, dass es der richtige Weg ist. Also auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, hier raus. Haupt dich mal, ich weiß es natürlich auch nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Frage, ob es hier durchgeht. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Watch for a goblin ambush ahead arisen. Wenn wir nicht, dass die Kobolde hinter halt planen. Laufen. Okay, da kommen die. Jetzt. Yes.
Ah, komm schon. Haben wir alle? Komm. Totenschädel, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, diesen Mondsichelpass hier, Link. Cool, dass ich ihn runterholen kann mit dem Feuer. Das ist für uns sehr einfach. So, jetzt die Frage. Ich hoffe, es ist richtig hier. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber wir gehen jetzt auch mal hier links. Das ganze Kraut mit hier, was wir einsammeln können. Wer weiß, wofür wir das alles gebrauchen können. Wo sie runter? Sehr gut. Das tut mir leid, aber du musst jetzt immer weiter kämpfen. Ich glaube, wir müssen aber hier längs, oder? Gerade gucken. Man weiß es nicht, ne? Wir gehen jetzt auch mal hier durch. Gucken, ob vielleicht kommen wir da ja richtig hin. Man bräuchte wirklich jemanden, der einen wahrscheinlich führen kann. Wäre wahrscheinlich einfacher. Hätte man in der Stadt rumfragen können, vielleicht. Wir versuchen uns auf eigene Faust. Erkunden ein bisschen was. Und wieder gehen. Überall ist hier Dynamit, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Never forget. Constant vigilance. Okay, die singen ganz gut. Nur wohl hin. Oh, muss ich runterfallen. Was? Ach scheiße, dieser scheiß Gesang von denen. Elektra schläft auch, ich schlafe auch. Habe ich jemanden wecken von denen? Da. Komm raus. Wir haben natürlich zufällig das Ding gemacht, würde ich sagen. Die Quest. Ich wusste gar nicht, die drin war, aber es wird der eine gewesen sein, die wir gemacht haben. Sehr gut. Guck mal, ob es hier noch gibt. Guck mal, ist noch eine Harpie, die da. Okay, gibt es irgendwas, was wir noch hier finden können? Wirklich. Noch ein paar. So. Gut, aber ich glaube, wir müssen in diese Richtung weiter. Und da sind wir gekommen, ne? Hier weiter? Okay. Na, ist schon ein kleiner Weg. Oh, das war ja dumm. Na egal. Das ist der Harpien langsam. Okay,
Ach so, guck mal, er lernt doch dazu. Er hat jetzt rausgefunden, wie er die besser bekämpfen kann. Das ist ganz geil, dass die Vasallen dazulernen. Die ich mir jetzt ausgeliehen habe, ich weiß gar nicht, wem die gehören. Kann man ja von irgendjemandem ausleihen wahrscheinlich. Kann die auch aussuchen und nach Namen suchen. Aber ich habe jetzt irgendwelche genommen. Einfach hier kommt irgendwas Kleines gerade. Frage, wo wir hier sind. Jetzt in diese Richtung, wir gucken auf die Karte. Warte mal, da jetzt weitergehen. Falsche Richtung, glaube ich, ne? Ich glaube, wir sollten hier hinten weitergehen. Das war der Weg, den wir mit dem Hydra-Kopf gegangen sind. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber sieht so ein bisschen so nach aus, oder? So, das können wir zwischendurch mal machen. Einfach mal speichern. Falls da jetzt irgendwas passieren soll, dass wir nicht ewig weit zurücklanden. Ich weiß, er speichert zwischendurch auch immer mal. Aber pff, sicher, sicher. Okay, also hier geht's nicht weiter. Geht's nicht zu Ende, oder nicht? Das sieht interessant aus. Ach, hier haben keinen Spitzhacke. Okay, hier hätte man schürfen können. Na gut. Müssen wir vielleicht doch da hinten rüber? Ist halt so, man weiß halt wirklich nicht, also ich kann halt noch nicht sehen, wo es genau hingeht. Wenn man auf die Karte guckt, dann war der Weg schon gar nicht so schlecht. Wieso ganz da hinten hin? Frage, welcher Weg denn der richtige ist. Oder? Na komm, wir gehen mal hier durch. Dann Weg hinten rum, ich weiß es nicht. So, jemanden fragen mal. Quite the grand structure. I've heard whispers. Ah, so richtig gehört. Ah, da ist er dann im Zelt, der scheint wichtig zu sein. You managed to get that Hydra head back to Grand Sorin. Imagine it gave them nobles quite a start. Ja, das stimmt. Also hier scheint es ja verkehrt zu sein, ne? Obwohl, man kann ja natürlich auch vielleicht diesen Weg hier gehen. Das machen wir jetzt. Wir gehen mal da runter. Wir gehen den Weg. Wir müssen uns ein bisschen durchforsten hier. Wir normal gehen. Aber jetzt können wir vielleicht diese Halunken, die uns das letzte Mal überfallen haben, komplett platt machen. Schauen wir mal. Dann gibt es ja auch einen Weg, der da oben längs geht. Hier unten haben wir auf jeden Fall mal besiegt. Schnell laufen Oh, Max, ich habe keine Power mehr. Bis da ein paar Leute bei mir sind. Muss die Karte angucken. Ach komm, wir kommen da bald hin. Wir können auch direkt hier rüber gehen, glaube ich. Wenn den ganzen Weg da runter gehen. Können wir auch hier irgendwie die Abkürzung nehmen? Vielleicht einfacher, ne? Guck, was hier? Ein Geldbeutel. Und das? Ein Geldbeutel. Na gut. Wo ist denn das? Wir hier irgendwo runterkommen.
Ja, passen schon auf. Komm, hier gehen wir runter. Na komm. So. Hört sie alle schon wieder? The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. Komm, wir gehen hier hoch. Hier war das auch mit den Wölfen, glaube ich, ne? Das sollte jetzt ja möglich sein. Ja, hier bräuchte man einen Schlüssel zum Schluss. Den haben wir noch nicht, den Schlüssel. Dann bin mir nicht ziemlich sicher, was für einen Schlüssel wir brauchen, aber vielleicht kriegen wir hier oben noch einen. Gehen wir erstmal hier hoch. So. Speichern hier nochmal ab. Immer da hoch. Na gut, komm, weiter geht's. Einsammeln kann. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da oben diese blöden Leute erledigen können. Jetzt kommt gleich dieser Stein runtergerollt. Kann so ein bisschen egal sein. Aber die Leute da oben sind uns nicht ganz egal. Jetzt komme ich mit einer Truppe. Jetzt machen wir euch platt. Auf jeden Fall langsam dunkel. Schon mal platt. Kurz abwarten, dass meine Energie wieder hochgeht. Geld wieder eingesammelt. Oh, 1000. Hier dafür. Deine Spenden können wir immer gut gebrauchen. Oh, hier sind ein paar mehr und da müssen wir schon aufpassen. An die haben wir uns das letzte Mal richtig platt gemacht. Speichern wir sicherheitshalber nochmal. Wenn was passiert, kann ich da wieder direkt anfangen. Kriegen. Mann! Da ab! Du Spack. Was fallen gelassen? Jo, noch ein bisschen Kohle. Dann gehen wir hier hoch. Gucken wir mal, ob die anderen. Da waren auf jeden Fall noch ein, zwei Stärkere dabei. Aber wohl, die können auch sein, dass sie nicht mehr ganz so stark sind, weil wir ja schon ein paar Mal da waren. Gucken ganz kurz auf die Karte. Vielleicht kommen wir jetzt ja doch zu diesem Weg hier irgendwie hin zu uns. Ich weiß es nicht. Seems this road doesn't get much use.
Natürlich wird sie kaum genutzt, wenn die alle überfallen werden. Ist ja auch dumm. Oh. Wenn es einer. So. Nochmal 1000 bekommen. Gut. Vielleicht sollten wir unsere. Vielleicht sollten wir unsere Lampe anmachen, dass wir ein bisschen was sehen. Da. Ganz im Dunkeln hier rumrennen. Aber es ist wirklich geil, man muss hier wirklich alles erkunden können, uns ein Lagerfeuer. Festung, ja. Mal einmal zur Festung gehen? Oder runter zum Lagerfeuer? Das ist die Frage. Wir gehen erstmal zur Festung. Rein. Oh, ein Hinterhalt. Waren das alle Wölfe? Ich glaube schon, ne? Mann, 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 da. Das ist auch ein Lagerfeuer. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. Wolves hunt in packs. Zerstört nicht, dass wir eure Lampe zerstört haben hier. Okay, lass uns mal hier hingehen. Und die uns bei irgendwas helfen können. Weil sind die ja freundlich gesinnt. I reckon we have absolutely nothing to talk about. Okay. Gehen wir mal rein. Gucken, was hier abgeht. Something nearby. A bird perhaps or bigger. Die Ruinen von Schloss Ernst. This fort was built by a duke of old. I reckon it's worth it. Let's see who leads this battle. Okay. Lass mal rumgucken hier. Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der uns was erzählen kann. What is it? Ja, also uns reden so richtig. Da ist einer. Oh. So, the celebrated arisen is come. You look able enough. But I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. I've a policy of speaking only with folks possessed of their own will. Individuals like. We've our own ways of testing the strength of a fellow's will here, if you've the stomach for it. There's naught can prove a man's will but his actions. His actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Which is to say, you'll do as you're told. So listen well. You've two paths before you. The first is to quash the competition. To the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their numbers laid to rest,
permanently. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Fine, make your choice. I care not which. Do one of these, we shall talk of record. Okay. Neue Quest. Neue Runde. Gut. Machen wir, aber ich glaube, wir werden jetzt hier erstmal eine kleine Rast machen. Und beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.